scheiße. Egal, was würde ich sagen? Sollte eine Schokolade essen und dabei zocken. Ich schmeiß gleich irgendwas gegen die Wand. Sollte vorher die Wertgegenstände alle entfernen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Wenn ihr mir sowas vorschlagen wollt wie Mega Man 2 oder Super Mario 2 oder so, das würde ich eventuell sogar machen, weil das wäre ein kurzes Spiel. Ein Spiel, wo ich schon mal einen Teil von Let's Played habe und das dagegen hätte ich absolut nichts. Lass mal sehen, komm ich da. Wow. Sowas wäre also okay. Wenn ihr aber sowas sagt wie, was weiß ich, ein Spiel, was länger dauert. Sowas wie, was fällt mir da ein? Was weiß ich, sagt ihr jetzt einfach mal, oder Kirby würde ich auch machen. Aber wenn ihr jetzt von mir was sehen wollt, was länger ist, sagen wir Mario 64, dann würde ich sagen nein, weil das dauert mir dann doch zu lange. Darauf müsstet ihr also achten, falls ihr mir einen Vorschlag machen wollt. Und ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, Leute. Tut mir leid, wenn da gerade nicht so viel Kommentar kommt. Wann kann ich hier raus? Und hoch. Gut. Kommt da ein Pilz raus? Gut, ausweichen. Kommt schon. Oh, Alter, wegen dem Monster lag gerade! Alter, du Ficker. Mario, du bist scheiße. Hör auf zu laggen. Du kannst Peach ablegen, aber nicht hier im Spiel. Ah, das ist zum Ficken. Es ist zum richtig krass Haare rausreißen und ficken. Okay, und das war extrem knapp. Ja, genau, Spiel. Denk dir doch noch was Leichteres aus beim Legen. Ah! Durch. Gut. Gut. Boah, hör auf zu laggen, ey. Sonst spiel ich mit Safe States. Das ist doch wohl nicht fair. Hallo? Wo ist denn der Spaß? Ich weiß nicht, es geht mir total auf die Eier gerade, dass es so extrem laggt. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Na doch, es liegt daran, dass mein PC scheiße ist. Aber ich meine, hallo? PC, stell dich nicht so an. Habe ich noch ein Blatt? Ne, aber ich habe einen Pilz. Nehmen wir den. Naja, ich meine, hallo, es ist nur noch diese und eine Welt und dann fertig. So viel wirst du ja noch schaffen, PC. Okay, interessant. Wenn die sich wegbewegen, dann scheine ich schon, ja, wie soll ich das sagen, in so einer Art Unverwundbarkeit zu sein. Beziehungsweise die scheinen dann eigentlich schon weg zu sein und machen mir keinen Schaden mehr. Was ich gut finde. Ja, ich muss auf alles springen. Alles klar. Okay, das Level war gar nicht zu schwer. Ich fand den vorigen Teil von diesem, ja, wie soll ich das bezeichnen, Blumen-Level eigentlich schwerer. Aber okay. Und dann kommen wir zum Schloss und dann sind wir hier endlich fertig aus Lag City. Hey, er ist Yoshi geworden. Warum kann ich nicht auf ihm reiten? Das wäre eigentlich ziemlich cool. Ja. Ich weiß nicht, Yoshi gab es ja zu dieser Zeit leider noch nicht. Der kam ja erst in Super Mario World, aber ich weiß nicht, hier Yoshi noch zu haben, das wäre... Okay, das wäre wahrscheinlich extrem overpowered, sage ich mal. Ich weiß nicht, Mario World wäre zwar auch eine Möglichkeit als Let's Player, aber irgendwie... Ich meine, ich mag Mario World, versteht mich nicht falsch. Es ist ein saugeiles Mario und ich habe es als Kind auch sehr gerne gespielt. Aber ich... Mir gefällt es nicht ganz so sehr wie dieses hier zum Beispiel. Ich meine, spielerisch ist Mario World auf jeden Fall, hat es mehr Content. Ich meine, es hat den Drehsprung, es hat Yoshi, es hat diese ganzen Sachen mit den Schildkröten. Es hat, außerdem kann man Level mehrmals betreten, was hier auch nicht geht. Aber ich finde es hier schöner, einfach von den Items her. Es gibt einige unique Items, die es halt später nicht mehr gibt, wie zum Beispiel den Hammerwerferanzug. Oder das Blatt. Ich finde das Blatt einfach auch cooler als das Cape. Auch wenn das Cape vielleicht doch nützlicher ist. Ist, sage ich mal, Ansichtssache. Weil mit dem Blatt kann man zum Beispiel auf der Stelle fliegen, was mit dem Cape nicht geht. Aber ich sag mal jedem das Seine. Und mir gefällt halt dieses hier besser. Aber
wie gesagt, gib mir Vorschläge, ansonsten werde ich mal schauen, was ich als nächstes Projekt mache. Ich hätte nämlich ein paar Spiele im Kopf. Aber wenn ich selber mir was aussuchen würde, würde es auf jeden Fall nicht nochmal Mario sein, weil ich das jetzt gerade gemacht habe. Eventuell Mega Man 2, das wäre eine Option. Aber ich habe mich, oh, beim letzten Mega Man habe ich mich schon so aufgeregt. Außerdem bin ich nicht Game Over gegangen, was mir auch sehr leid tut. Ich meine, hallo Mega Man. Wow! Mega Man Let's Playen ohne Game Over ist irgendwie ein bisschen. Obwohl Mega Man 2 würde ich wahrscheinlich auch nicht Game Over gehen, weil Mega Man 2 ist ja leichter, hätte ich gemeint. Aber okay, außerdem hat es saugeile Musik. Das muss man dem Spiel lassen. Mega Man Spiele haben sowieso immer saugeile Musik. Das hat der Final Level Gamer letztens auch gesagt. Aber es ist wirklich so. Boah. Ja, also es gibt auf jeden Fall einige Spiele. Wow! Oder Bomberman würde mich wirklich auch sehr reizen. Auch wenn es ziemlich kurz ist und es sich eigentlich eher als Together lohnt, aber weiß ich nicht, ob ich da jemanden dazu kriegen kann, mit mir zu spielen. Okay. Bin bereit für den Bosskampf. Dann lasst uns doch mal schauen, was der so hat. Kann ich den eigentlich mit der. Ey, der sieht aus wie Jay Leno. Oh, Alter, hörst du mal. Was? Boah, Leute, ich schneide das mal kurz bis dahin. Ich sag bis gleich. Boah, was? Du gehst auch noch weg? Oh Mann, Leute, wir sehen uns gleich beim Kampf nochmal. Das. Ja, ich hab gegen Jay Leno verloren. Egal, Leute, bis gleich. Okay, Leute, ich bin wieder da. Lasst uns mal sehen, wie es diesmal läuft. Ey, unglaublich, dass ich gegen diese fette Sau verloren habe. Komm her. Ich glaube, ich war zu fasziniert davon, dass ich mit meiner Blume Schaden anrichten konnte, aber okay. Ansonsten, was ich noch sagen wollte, falls ihr ein längeres Spiel als Sonntagsprojekt sehen wollt, könnte ich mich unter Umständen dazu bereit erklären. Dann aber wahrscheinlich nur eins von den folgenden zwei Spielen, und zwar entweder A Link to the Past, was ich nochmal re-let's playen würde, was ich auf jeden Fall nochmal re-let's playen werde. Wahrscheinlich auch nächstes Jahr, höchstwahrscheinlich. Falls ihr das nochmal sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen, weil das würde ich auch gerne nochmal machen. Mir gefällt einfach die Qualität von dem Let's Play überhaupt nicht. Und ob ich einen 100% Run machen würde, wahrscheinlich, sage ich mal. Wahrscheinlich. Ansonsten, das andere Spiel, was ich womöglich machen könnte als Sonntagsprojekt, was aber auch lange dauern würde, wäre Pokémon. Aber ich hätte wirklich mal Lust, ein Pokémon zu Let's Playen. Auf jeden Fall Pokémon Rot. Und schaut euch das mal an. Yo, I kidnapped the princess while you were running around. Aber er schreibt, jo, nur weil du schwarz bist. Auf jeden Fall beim nächsten Mal, beziehungsweise nächste Woche, beenden wir Super Mario Bros. 3. Von daher wäre es cool, wenn ich bis dahin Bescheid wüsste. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal ein paar Kabel aus meinem Computer reißen und schauen, ob ich dann wieder flüssig spielen kann, beziehungsweise flüssig aufnehmen kann. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und bis dahin.